Quatsch, jetzt los. Kurznachrichten. Michael von der Schulenburg. Und nun, das geboren 1948, aufgewachsen in der DDR, dann in die BRD gegangen. Vater war Physiker, wirkte in der Deutschen Akademie der Wissenschaften. Er selbst studierte international, arbeitete für die UN in New York, Wien, Afghanistan, Haiti, Kuwait, Irak, Iran, Pakistan, Sierra Leone, Syrien sowie für die OSZE. Er steht auf Platz 3 der Kandidatenliste des Bündnis Sahra Wagenknecht für die Europawahl 2024. Der Partei selbst gehört er nicht an. Verheiratet, 4 Kinder. Er lebt in Österreich. Ein umfassendes Interview geführt von Roman Zeller, Weltwoche Schweiz. Von der Schulenburg, ein nachdenklicher. Stellung bezieht er zur Frage, ob des Hasses auf Russland. Ist mir unbegreiflich. Ich hätte gedacht, dass wir in Deutschland doch gerade wegen unserer Vergangenheit, das bedeutet ja nicht, dass wir das unterstützen oder sowas, aber dass wir doch uns ein bisschen zurückhalten. Ich meine, wir haben mal 26 Millionen Sowjets umgebracht. Zum Teil verhungern lassen, nicht? Also auf grausamste Weise, also wesentlich mehr als jüdische Bevölkerung, was gibt natürlich keine Aufrechnung dahin. Da waren natürlich die meisten Russen davon und haben sie als minderwertig gesehen und rassisch minderwertig, also und so weiter. Also ich meine, dass wir da wieder so ein, auch ich kriege ja auch von Diplomaten manchmal Post und so, auf hohen Diplomatenreteilen, das ist ja nur Hass. Da denke ich auch, das habe ich nicht mal im Irak, im Iran erlebt, dass man wenn man zum Außenministerium kommt, so ein Hass ausgesprochen wird. Denn Hass ist natürlich eine fürchterliche Geschichte für einen Diplomaten. Der muss ja Auswege suchen. Hier sprach er mir aus dem Herzen zu Annalena Baerbock. Ja, können Sie sich vorstellen, was ich von ihr halte, nicht? Also ich meine, der Job von Diplomaten ist doch, durch Völkerverständigung Kriege zu verhindern, nicht? Also zu sagen, oh, pass auf, da müssen wir verstehen und so, ausverhandeln. Es ist doch immer noch die Hauptaufgabe. Dafür haben wir überhaupt Diplomatie in der Menschheit mal schon bei den Griechen erfunden. Jemand, der nicht nur mit dem Schwert geht, sondern jemand, der sieht, ob man das nicht vielleicht doch verhindern könnte oder wenn er angefangen hat, ob man da nicht ein günstiges, sag mal, das ist doch ihr Job. We are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. Heute leben wir in einer Welt, wo es im Grunde kein Völkerrecht mehr gibt, nicht? Das Völkerrecht ist aufgehoben. Es gibt zwar auf dem Papier noch, aber wir können es ja nicht mal einigen, ob es eine rules-based, also eine regelbasierte Ordnung ist oder die UNO-Charta ist. Je nachdem, wer ist, jeder macht das anders, jeder interpretiert das anders, jeder meint, er hätte das Recht dazu, Botschaften zu bombardieren und weiß ich was alles. Also es gibt überhaupt nicht mehr oder Leute umzubringen. Ich meine, diese ganze targeted killings und solche Geschichten. Also wir sind völlig, völlig weg davon, dass wir irgendwo etwas haben noch, das uns bindet. Und das ist eine gefährliche Sache. Es hat es nur zweimal gegeben, glaube ich, in der Geschichte. Einmal kurz vor dem Ersten Weltkrieg, einmal kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Das sollten wir nicht unterschätzen. Natürlich war immer die Situation etwas anders. Aber es hat diese Zeit gegeben, wo die Staaten, die im Konflikt waren, plötzlich sagten, wir werden alle Verträge, die wir vorher gemacht haben, die werden wir einfach nicht mehr anerkennen. Und das war im Grunde genommen der Weg in den Krieg. Und ich glaube, hier haben wir eine große Gefahr, dass ein Krieg ist. Und die Gefahr ist ja auch deswegen so groß, weil es ja auch gar keine Rüstungsbeschränkungen mehr gibt. Es gibt auch keine vertrauensbildenden Maßnahmen. Die sind ja alle abgeschafft worden. Mhm. Das heißt also, wir haben also heute ein Militär, das wesentlich höher gerüstet ist als noch im Kalten Krieg, nicht? Und das ist ein Militär, das heute auf Überraschungen zielt, nicht? Diese Waffenstillstandsabkommen, Waffenrestriktionen waren ja darauf, dem anderen zu versichern, dass man keinen Angriffskrieg führt. Jetzt sind diese Waffen Tarnkappensachen, Hyperschallraketen, Cyberwar, Weltallwar, das sind ja alles Sachen, die in Sekunden passieren und was vielleicht noch schlimmer ist, viele von denen werden jetzt immer mehr von künstlicher Intelligenz gesteuert und dadurch sind wir schon ganz nah in einer Situation, dass das Überleben der Menschheit wahrscheinlich von einer künstlichen Intelligenz entschieden wird. Das müssen wir uns mal überlegen. Und das geht auch durch diese Schnelligkeit. Menschen können da gar nicht mehr entscheiden, weil das so kompliziert, so komplex geworden ist, dass wir das immer mehr an einer Technologie überlassen. Und das Erschreckende an dieser Gesetz jetzt in den USA ist, dass es aber auch kein Deut von einer Diskussion geht, dass man vielleicht hier
sich an einen Rand manövriert, aus dem man nicht wieder rauskommt. Und das ist es. Deswegen ist Frieden so unglaublich wichtig. Und Frieden wird nicht durch Waffen erzeugt. Es gibt keine Siegfrieden. Denken wir mal im Ersten Weltkrieg. Die Franzosen haben gedacht, sie hätten das Gesicht in Deutschland sogar unterschrieben. Und dann waren sie 20 Jahre später in Paris, nicht? Ich meine, Friede ist immer nur da, wenn man Kompromisse macht und wenn man sich gegenseitig versteht, wenn man ein Verständnis bringt und das bedeutet ja nicht, dass man mit dem anderen eins ist, aber das muss gemacht werden und dazu gibt's einfach gar keine Alternative und es ist völlig weg. Ja, wo ist es hin, das Völkerrecht? Vom Hause her kommt eher Hühner, Schweine, weiß nicht, was hast du, Kühe melken. Ich komme eher aus dem Völkerrecht, ja, ja. Aber jetzt der Reihe nach zur Lage in der Ukraine. Also was in der Ukraine, wissen wir eigentlich ziemlich wenig. Ich kann mir vorstellen, dass es in der Ukraine im Moment ausgesprochen schwierig ist. Es ist ja das ärmste Land in Europa geworden. Es war schon vorher sehr arm. Ist eines der mit dem höchsten Korruptionsindex in Europa. Und ist ein Land, das sich entvölkert. Wir denken immer, dass das so ein großes Land ist. Aber heute leben vielleicht in der Ukraine nur noch die Hälfte der Bevölkerung wie zur Zeit der Unabhängigkeit. Und dann ist nicht ganz klar, auf welcher Seite diese Menschen leben. Also es ist ein Land, das in den großen Schwierigkeiten ist. Wir sagen auch immer von der Ukraine, behaupten wir hier, dass das alles so ein einiges Volk ist. Ist es natürlich nicht, wenn man die Wahlen da beachtet, und das ist natürlich immer sehr wichtig, das ist viel wichtiger als Umfragen, dann war immer das ein sehr geteiltes Land, nicht? Also mindestens zweigeteilt zwischen einer pro-russischen Bevölkerung und einer pro-ukrainischen Bevölkerung. Man kann das gar nicht so richtig auseinander, was ist, aber das war eben, und die meisten, oft waren die Wahlen eben immer von den pro-russischen gewonnen worden, und das ist natürlich jetzt hat sich ein Prozess eingemacht, wo ich glaube, dass auch militärisch, das sieht so ungünstig aus für die Ukraine, dass wenn wir wirklich Freunde der Ukraine sein wollen, und das sagen wir, sind wir ja, dann werden das nicht Waffen sein, sondern dann muss man versuchen, einen Verhandlungsfrieden zu finden. Das ist die, meiner Ansicht nach, die einzige Möglichkeit, die Ukraine heute noch zu retten als Staat. Denn die Ukraine läuft das Risiko, zu kollabieren. Nicht nur militärisch, auch in internen Geschichten. Und ich glaube, das haben die Ukrainer nicht verdient. Es ist ja meiner Ansicht nach das große betrogene Volk in Europa, betrogen auch von uns. Und es ist zum Schlachtfeld geworden für ganz andere geopolitische Interessen, für die Ukrainer nun bluten und Leben verlieren, ihr Land kaputt gemacht wird. Und im Grunde genommen kaum eine Zukunft mehr haben. Gefragt zu den Zielen des Konfliktes. Zunächst Putin. Also ich denke doch, Putins Ziele sind sehr klar. Ich meine, ich glaube, er ist der Einzige, der ganz klare Ziele hat. Das bedeutet nicht, dass man sie unterstützt. Aber klar, also in der UNO sagen wir dann immer, wenn wir verhandeln, ob jemand rational ist. Das bedeutet nicht, dass er gut oder schlecht ist. Sondern es bedeutet, hat er klare Ziele und verhält er sich dementsprechend. Und ich würde sagen, das ist schon bei Putin der Fall. Nicht, er will eben keine NATO in der Ukraine oder im Schwarzen Meer, weil ihm das zu nahe kommt, und er will den Zugang zum Schwarzen Meer sichern und natürlich eine gewisse Sicherheit für die russischsprachige Bevölkerung dort haben. Das sind diese drei Ziele, die immer schon da waren. Die waren schon 97 da. Wir wussten immer, dass es eine rote Linie ist, wenn wir die überschreiten. Wir wussten immer, dass es zu einem Krieg kommen würde, wenn es, also wir sollen nicht so unschuldig tun. Das wurde ja immer wieder gesagt und so weiter. Und es gibt ja auch westliche Beobachter, die immer davor gewarnt haben, sogar an Kissinger, sogar an Brzezinski zum Schluss. Macht das nicht. Ja, das ist jetzt zum Krieg gekommen. Und wir sagen das natürlich, das ist ein Angriffskrieg und so weiter. Das ist also völkerrechtlich gar nicht so einfach. Das Dossier. Wissen Sie, Bär, ich glaube doch, dass Putin die Mehrheit der Russen hinter sich hat. Das würde ich schon so sagen. Und dann ist er natürlich der Verhandlungspartner. Er kann etwas durchsetzen. Sie wollen ja nicht mit jemandem verhandeln, der gar nichts durchsetzen könnte. Sagen wir mal, uns würde gelingen, da irgendwie einen Coup zu machen und dann so ein Exilrussen aus Berlin, da gibt's ja mehrere, die jetzt immer sagen, sie wollen das Geld haben, dann würden sie Russland besser machen. Oder so ein Nawalny hinmachen, der könnte gar nicht verhandeln, weil er gar nicht den Rückhalt hat. Wir müssen einfach die Realitäten, die Kriege sind nicht schön, dann müssen wir die Realitäten akzeptieren, nicht? Ja, ich meine, es ist ja nicht nur die eine Seite, die Blut an den Finger an der Hand hat, die andere Seite ja auch, nicht? So ist es leider im Krieg. Zu den Zielen unserer Seite. Also ich würde sagen, bei den Amerikanern wissen wir es auch. Es ist also ganz klar, also ist natürlich, die Ukraine ist natürlich von großer strategischer Bedeutung. Deswegen wollen auch Länder, die sich gar nicht gerne haben, wie Indien China und Indonesien oder Afrika, die sind da eher auf russischer Seite, weil die wollen auch keine Ausweitung der NATO
in die Ukraine oder ins Schwarze Meer, weil das, da kriegen sie dann natürlich die Amerikaner vom Rücken noch hin und das wollen sie nicht haben, aus ihren eigenen sicherheitspolitischen Gründen. Aber Amerika ist halt eine strategische Sache. Wenn man die Ukraine kontrolliert, kontrolliert man eben diesen großen Kontinent dort. Und da muss man das Brzezinski-Buch mal lesen und so, nicht? Aber welche Interessen die Europäer haben, ist mir völlig schleierhaft. Ist mir wirklich schleierhaft. Und das ist, glaube ich, das große Problem, warum ich auch da zu dem Parlament gehe. Was will denn eigentlich Europa? Was ist denn Europas Interesse an diesem Krieg? Wir haben doch gar kein Interesse an diesem Krieg. Zur UNO-Charta. Die UNO-Charta sagt, es wird weiterhin Konflikte zwischen Ländern geben. Grenzkonflikte und solche Sachen wie diese. Aber dass wir uns verpflichten, sie durch Verhandlungen aus der Welt zu schaffen, um eben Kriege zu verhindern. Und das haben wir nicht gemacht. Klingt zumindest nach den publizierten Vorstellungen der multipolaren Weltordnung. Wie blickt die Welt auf diesen Konflikt? Es sind ja alle Staaten im Grunde genommen nicht auf unserer Seite, um das mal vorsichtig auszudrücken. Das haben wir auch so noch nie erlebt. Und das stört uns gar nicht. Und in unseren Zeitungen schreibt immer noch die International Community. Und damit meinen sie dann Luxemburg und Liechtenstein wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Aber es ist nicht die internationale Community. Und das sind nur 90% der Weltbevölkerung. Mhm. Nicht? Die sehen uns anders. Mhm. Es gibt nur ein Militärbündnis in der Welt. Das ist die NATO. Das einzige Militärbündnis. Wenn Sie Inder wären, wenn Sie Indonesier wären, wenn Sie aus Kenia kommen oder sowas, was sehen Sie da? Sie sehen ein Militärbündnis der weißen Leute aus dem Norden. Das ist es. Nicht? Das ist also das Militärbündnis dieser Länder, die früher die Kolonialmächte waren. Früher haben sie gesagt, wir bringen euch Zivilisation, also wie man aufs Klo geht oder sowas. Ich weiß nicht, was war, und haben sie dann besetzt. Und jetzt wollen wir ihnen Demokratie in rechtsstaatliche Rechte. Aber wir haben es ja nie geschafft. Wir haben es nie gebracht, nicht? Und das ist eben eine Sache, die wir akzeptieren müssen. Die Welt hat sich verändert. Wir sind weniger als 10% der Weltbevölkerung. Und wir kontrollieren, NATO kontrolliert über 60% der Militärausgaben. Mhm. Woher nehmen wir das Recht? Woher nehmen wir das Recht, 700 bis 800 Militärbasen in der Welt zu haben? Das ist etwas, was eben auch im Ukraine-Krieg in Frage stellt. Und deswegen glaube ich auch, werden wir diesen Krieg verlieren? Wo steht Europa? Naja, die Europäer haben überhaupt keine Position. Ich meine, sie laufen einfach den Amerikanern hinterher. Das haben wir gemerkt, als die Amerikaner sich zurückgezogen haben, diese ganzen Geschichten mit Macron, mit seinen Soldaten und die deutsche Generäle, die da spekulieren, da die Taurus so einzusetzen, dass die angeblich die Russen nicht merken, dass die von uns kamen oder weiß ich was. Das ist also doch eigentlich kinderlich, was Europa macht. Und wir sind auch viel zu zerrissen. Wir werden nie eine Großmacht sein wie China oder so etwas. Das ist halt einfach von unserer Struktur wird das nicht gehen. Und das hat ja auch seinen Vorteil. Aber wir wissen nicht, was wir tun, nicht? Denn Europa, also die Europäische Union, sollte doch an diesem Krieg in der Ukraine überhaupt kein Interesse gehabt haben. Wir haben doch kein Interesse, dass die Rüstungskontrollen und Abrüstungskontrollen und sowas weggefallen sind. Denn der Krieg wird ja auf europäischem Boden ausgetragen. Also zu allem haben wir nichts gesagt. Und jetzt fangen wir uns noch selbst zu militarisieren, was ziemlich lächerlich ist, meiner Ansicht nach. Aber nein, die Europäische Union muss wieder zurückkommen, dass sie ein Friedensprojekt wird. Und ganz für ganz Europa, nicht? Wir haben ja mal unterschrieben die Charta von Paris, nicht? Die Charta von Paris ist 1990, also vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion, noch unterschrieben worden, von allen europäischen Ländern, auch von den USA. Und Kanada ist also ein völkerrechtlich bindender Vertrag. Manche sind es ja nicht, aber das ist einer. Und in dem ist das interessant, spricht man von einem gesamten Europa, gesamten Sicherheitsgeschichte, keine Blockbildung, keine militärische Blockbildung mehr und so weiter, nicht? Das, was wir dann zum Schluss einfach weggemacht haben und indem wir die NATO ausgeweitet haben. Die NATO wird in diesem Dokument nicht ein einziges Mal erwähnt, übrigens, nicht? Das ist natürlich etwas, was wir aufgegeben haben und ich glaube, das ist zu einem Nachteil von Europa. Denn wir in Europa, wenn wir rational uns verhalten würden, meiner Ansicht nach, angenommen, ich bin rational, muss ja dann sein, wenn ich das so sage, aber dann sollte doch die Europäische Union heute wesentlich stärker an einem Frieden in der Ukraine interessiert sein, als zum Beispiel das Russland ist. Mhm.
Weil wir viel damit abhängen. Wir hängen doch am anderen Ende. Und wir schneiden uns ab für die Handelswege nach China, wir schneiden uns ab die Handel nach Zentral, nach Indien, also diese ganze Asien mit ihren Ressourcen und mit ihren Märkten und so, wie wir sagen, plötzlich entschwindet uns das alles. Und wir müssen wieder transatlantisch nur gucken. Das ist also für Europa, vielleicht für Großbritannien eine gute Sache, deswegen sind sie vielleicht auch, wie sie sind. Aber für den Rest der Europa ist das eine ungünstige Sache. Und wir müssen uns rational verhalten. Alle Kriege gehen nur um Interessen. Ja, wir tun immer so, ob das wir da was Moralisches tun. Die gehen nie um Moral. Moral, das ist immer nur, wer von Moral spricht, der will Krieg haben. Und wer von Interessen spricht, der sucht Lösung. Das ist eine ganz schwierige Sache für Menschen zu verstehen. Schwieriges Thema auch Nord Stream. Macht Nord Stream 2 auf. Also es gibt, glaube ich, kein Gebiet auf der Welt, das so stark militärisch überwacht wird wie die Ostsee. Klärt Nord Stream 2 auf. Naja, es wird vielleicht mal aufgeklärt, wenn es keinen Konflikt mehr gibt. Also wenn es unwichtig ist, wer das gemacht hat, nicht? Also historisch gesehen. Gucken Sie mal, wie viele Sachen nicht aufgeklärt werden, nicht? Ja. Denken Sie mal, diese Erschießung der Leute auf dem Maidan Square ist doch nie aufgeklärt worden. Butcher ist auch wirklich nicht aufgeklärt worden und solche Sachen. Natürlich wird sowas nicht aufgeklärt. Das sind eben Teile einer Kriegspropaganda, die benutzt werden und so weiter, der jeder, dass er eben seine Wahrheit hat. Und es hat auch gar keinen Zweck da, viel Zeit daran zu verbringen. Also wir sind ja keine Richter. Am Ende stimme ich hier ihm zu. Man kann sich verirren in der Welt der Vermutungen, darüber närrisch werden und sich den Blick auf das aktuelle Geschehen eintrüben lassen. Roman Zeller von der Schweizer Weltwoche stellt die Frage, was hat sich eigentlich verändert in Russland? Ihr widerspricht in der Antwort Michael von der Schulenburg. Naja, ich würde es genau umgekehrt sehen. Was hat sich bei uns verändert? Also die Ausweitung der NATO war nicht vorgesehen im Pariser Charter. War nicht vorgesehen. Und trotzdem haben wir es gemacht. Und es gibt ja viele Leute, die gesagt haben, naja, das gab zumindest verbale Baker damals Absprachen, dass die NATO sich nicht ausweitet. Es ist doch, was passiert ist, ist, dass mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Warschauer Pakts Amerika plötzlich sich in eine Position gesehen hat, dass sie von einem Führer der westlichen Welt zu einer Weltführer geworden ist, nicht? Es war ja 91, 92 waren sie militärdominant, waren sie technologisch dominant, waren sie wirtschaftlich dominant und so weiter. Da gab es ja überhaupt niemand. Von China sprach ja damals überhaupt keiner. Und da gab es eben dann die Wolfowitz-Doktrin, nicht? Also wir müssen das machen. Dann gab es diese Dick Cheney mit der, seinen Assistenten war übrigens die Newland, die dann so eine große, wie ich finde, schreckliche Rolle in der Ukraine gespielt hat. Also diese ganze Geschichte, dass Weltfriede nicht durch eine UNO garantiert werden, sondern dass man eine Leitmacht braucht. Und das, was da steht, halt wirklich so drin, gerade für uns Deutsche ein bisschen schwierig, dass wir da nie was gesagt haben, aber da steht dann so drin, dass also was für Amerika gut ist, ist für die Welt gut. Also es ist automatisch, weil wir haben ja die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit, bla 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 bla. Und da steht dann drin, dass man die USA weiterhin 4% des Bruttosozialproduktes, also dominant militärisch bleiben muss und unter Umständen, das ist ganz interessant, was in diesem Dokument steht, da unter Umständen eben militärisch eingreifen muss, wenn sich ein anderer Staat als eine potenzielle Konkurrenz ergibt. Also es ging ganz klar darum. Und dann natürlich die Brzezinski-Geschichte, dass die USA zwar die Ozeane kontrollieren kann, aber die riesen Landmasse zwischen Asien und eben nicht, da haben sie keinen Zugang und so weiter. Und da ist natürlich dann die Ukraine der Staat, in dem man, wenn man da etwas hat, dann kann man das alles so kontrollieren. Also diese ganzen geopolitischen Überlegungen, leider Gott gibt es sie immer noch, und obwohl die Welt so klein geworden ist. Aber das ist natürlich, das hat sich geändert und Putin sah sich einfach betrogen. Also oder die Russen überhaupt, ich meine, dass die Russen den Putin vertreten, dass die Russen, glaube ich, im Allgemeinen sich auch von uns betrogen fühlen, nicht? 2+4, nicht eingehalten. Also das war unsere Wiedervereinigung. Dadurch sind die Russen abgezogen. Ich meine, die Russen sind die Einzigen, die Sowjetunion damals die Einzigen, die abgezogen sind. Die Engländer, Amerikaner und Franzosen sind in Deutschland geblieben, nicht? Und sie haben erlaubt, dass Deutschland in die NATO geht. Wir haben natürlich gedacht, dass dazu eine Gegenleistung ist, aber wir haben keine Gegenleistung. 1994 war Kohl schon in Polen und gesagt, ihr müsst unbedingt da in die NATO eintreten. Also der gleiche
der gleiche, der die Wiedervereinigung mit den Russen, aber es war eben nicht mehr das gleiche, war nicht mehr die Sowjetunion, jetzt war es nur noch Russland. Also man hatte gedacht, man dominiert die Welt. Und ich möchte mal eine Sache sagen, was wenig Leute wissen. Es gibt eine Studie des US-Kongress, also des Research Institutes, das der US angegliedert, wonach zwischen 92 und 22 die USA 251 Mal in anderen Ländern militärisch interveniert haben. Militärisch. Also sind CIA nicht dabei und Proxykriege wie Ukraine und Jemen zum Beispiel auch nicht dabei. Also es ist ununterbrochen, dass wir militärische Macht ausgeübt haben, um etwas zu erreichen, was wir wollen. Nun, wenn man, ich kenne nicht die ganzen 251, aber ich könnte mich an kein einziges Beispiel erinnern, und ich bin ja nur viel rumgereist, wo eine militärische Intervention des Westens, also hauptsächlich der USA mit europäischen Dings, zu Demokratie geführt hat, zu Rechtsstaatlichkeit geführt hat oder zu besseren wirtschaftlichen Verhältnissen. Ist nicht passiert, ist nirgends passiert. Ein Diplomat im Gespräch, Michael von der Schulenburg, und nicht vergessen, Europawahl. Hundreds of thank you are not hundreds of thanks. Mit Schwung in den Freitag, der 17. Mai 2024, die kleine Audiodatei. Ich schlage vor, das Glas zu erheben und zu trinken. Aber zieh nicht, du machst mich ganz nervös. Hast die Meinung auf das große Chaos ausgelöst. Der morenische Schlagersänger Peter Maffay lässt uns wissen, sein Rockerleben gefiel ihm, aber er blickt kritisch auf seinen damaligen Lebensstil zurück, sein Verhältnis zu Alkohol sei nicht gesund gewesen, er habe bis 2 Flaschen Whisky am Tag getrunken. Das wird getoppt vom ostdeutschen Schlagerkollegen Roland Neudert. Dreimal täglich eine, schön langsam mit Bedacht. Pfingsten steht vor der Tür, Zeit für deutsche Traditionen, Gruß nach Köln. Allah. Wird Muslim, dann gehören die Alkoholprobleme der Vergangenheit an und das Geschlecht kann man ja nebenbei auch noch gleich wechseln. Den Nachrichtensound dazu liefern ARD und ZDF. Hatten ja vor einigen Wochen aus Holland berichtet, Geert Wilders, natürlich Rechtspopulist, wäre gescheitert bei Regierungsbildung. Unser holländischer Kollege hat sich über diese Berichterstattung sehr gewundert. Nun haben wir es auch schwarz auf weiß, Süddeutsche Zeitung, Niederlande, Einigung über rechte Koalition mit Wilders. Nach eigenen Angaben haben die Chefs der 3 anderen Parteien zugestimmt. Wer Nachfolger von Ministerpräsident Rutte wird, ist doch unklar. Im Artikel lese ich radikal rechts. 3 weitere rechte Parteien. Ex-Premier Rutte soll übrigens nun aussichtsreichster Kandidat für das Amt des NATO-Generalsekretärs sein. Naja, die klassische Politik funktioniert nicht mehr. Was macht man dann? Krieg. Die Witze in der kleinen Audiodatei mache gewöhnlich ich. Nun zieht aber mit Robert Habeck. Angegriffen wird er von den humorlosen Kollegen der CDU. Jens Spahn wendet sich direkt an Habeck. Es berichtet der Merkur. Thema AKW-Debatte. Zitat Spahn, Sie haben unserem Land mit der Entscheidung, die Kernkraftwerke in der Krise abzuschalten, schweren Schaden zugefügt. Habeck selbst, Springers Welt. Zitat, ich kämpfe für die gute alte soziale Marktwirtschaft. Das ist die entscheidende Botschaft des Tages. Wir sind auf Kurs. Wir haben Deutschland an der Stelle auf Kurs gebracht. Und wir müssen Kurs halten. Springers Welt berichtet, die Modekette Esprit meldet Insolvenz an. 1500 Mitarbeiter sind betroffen. Die in London ansässige Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung hat ihre Wachstumsprognose für Russland drastisch erhöht. Prognose für Russland nach oben, für Deutschland nach unten. Inflation. Das Erlebnis. Inflation. Inflation. Was macht der Taurus? Wenn man die Kontrolle haben will und es nur geht, wenn deutsche Soldaten beteiligt sind, ist das für mich ausgeschlossen. Das US-Außenministerium gibt bekannt, die Lage um Kharkov ist unglaublich schlimm. China spricht sich für eine internationale Konferenz zur Beilegung des Ukraine-Konflikts aus. Moskau und Kiew müssen diese anerkennen. Beschossen Donetsk, 2 Tote, 2 Verletzte. Neues Hilfspaket für die Ukraine aus Dänemark. Weil man umgeben ist von lauter Vollidioten, Ignoranten, Dummköpfen und feigen Hunden. Ohne Mumm und Männerherz, ohne Fantasie, ohne Format. Die Ukraine rechnet mit monatelangen Stromabschaltungen, berichtet der ORF, auch von Fliegeralarm, 16 Stunden lang, Kharkov. Der ORF schreibt es anders.
Immunitäten aufgehoben. AfD-Abgeordneter Gnauk, AfD-Politiker Büstron und die Tagesschau Raunt, ist Geld aus China auch bei Kra gelandet? Natürlich ist das keine Kampagne, um Gottes Willen. Die Außenminister von 13 Staaten warnen Israel vor einer Offensive in Rafah. Die Staaten gehören zur G7. Nicht unterzeichnet haben die USA. Zwei der am 7. Oktober in Israel entführten thailändischen Geiseln sind tot. Spanien hat einem Schiff mit Waffen für Israel die Erlaubnis verweigert, in einem spanischen Hafen anzulegen. Quelle ORF. Schönes Wochenende, Marcel. Herr Ramon Schack, zwei aus Europa habe ich noch. Nach dem Mordanschlag auf Robert Fico, der slowakische Innenminister meint, bei einer Pressekonferenz, dieser wäre politisch motiviert gewesen, steht die Slowakei am Rande eines Bürgerkriegs. Der Attentäter übrigens sei unter anderem mit dem Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine nicht einverstanden gewesen. Ein schönes, eindeutiges Beispiel, um mal die Frage zu stellen, welche Seite eigentlich zu Hass, zu Extremismus und zu Gewalt aufruft. Das Parlament von Moldau hat laut Medienberichten beschlossen, so berichtet die Tagesschau, im Oktober ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft der Ex-Sowjetrepublik abzuhalten. Der Opposition geht die von Präsidentin Sandu vorangetriebene Integration in die Union zu schnell. It's both a pleasure. And the privilege. Ganz vorsichtig ausgedrückt bei der Tagesschau, aber wenn wir ehrlich sind, die Menschen in Moldau wollen eigentlich lieber in Richtung Russland. Marcello, herzlichen Dank. Wünsche ein schönes Wochenende. Aber Maria Sandu ist halt ein süßes Schwarzzäpfchen. Wetter! Wetter! Ja, das Wetter. Im Süden Deutschlands Regen und Gewitter, im Norden Schöne. Dann wird es unbeständig. Die Gewitter kommen zum Pfingstsonntag auch im Norden an. Bis Mitte der kommenden Woche flächendeckende Regenfälle, danach Wetterberuhigung. Es wird etwas kühler. Machabu, your alternative music.